Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Mit brandneuen Neuigkeiten. Und zwar neue Legendäre. Die legendären Hunde Entei, Raikou und Suicune. Oder Raikou. Ja, muss ich mal schauen. Die drei Hunde kommen ab morgen. Moment, ich schaue das nochmal genau nach für euch. So, Nachricht kam gerade erst rein. Es kommen alle drei Hunde gleichzeitig. Verschiedene Regionen für verschiedene Hunde. Und die sind ungefähr einen Monat da. Und dann rotieren die. Genau wie im echten Spiel sozusagen, wo die sich immer bewegen und immer in Bewegung sind. Ah, lesen wir das erstmal schnell vor. Die legendären Pokémon Raikou, Entei und Suicune sowie Feldtest für X-Raid-Kämpfe kommen. Okay? Trainer, in den letzten Wochen haben wir viele fantastische Geschichten von Trainern gehört, die zusammen die ersten legendären Pokémon in Pokémon Go gefangen haben. Dieser wunderbare Sommer ist nun ins Land gezogen, aber die legendären Abenteuer gehen weiter. Oh yeah. Ab dem 31. August, zwecks Zeitverschiebung ist es für uns erst morgen, 1. September, werden die legendären Pokémon Raikou, Entei und Suicune in Pokémon Go erscheinen. Trainer auf der ganzen Welt können sich darauf freuen, zusammen mit Freunden Raidkämpfe zu bestreiten, um das legendäre Trio aus der Johto-Region zu fangen. Raikou, Entei und Suicune werden in den nächsten Wochen um den Globus reisen. Mhm. Vom 31. August bis zum 30. September, also ab morgen, ungefähr einen Monat, wird Raikou ein legendäres Elektro-Pokémon in Amerika anzutreffen sein. Entei ein legendäres Feuer-Pokémon in Europa und Afrika. Suicune ein legendäres Wasser-Pokémon in Asien. Alles klar. Ab 30. September werden alle drei Pokémon bis zum 31. Oktober, also wieder einen Monat, in andere Regionen wechseln, in denen sich Trainer gemeinsam mit ihren Freunden und weiteren Trainern ihnen stellen können. Zum Abschluss wird das legendäre Trio ab dem 31. Oktober in der jeweils letzten Region Halt machen. Raikou, Entei und Suicune können nur für eine begrenzte Zeit angetroffen werden. Offensichtlich ein Monat. Das heißt, ungefähr Ende November sind die dann weg. 3 Monate sind sie da, ein Monat ein Hund und dann wechseln die. Und das war Teil 1. Schon nicht schlecht, legendäre Hunde kommen. Teil 2 hat jetzt was mit diesen exklusiven Raids zu tun, die jetzt übrigens X-Raid-Kämpfe genannt werden. Gut abgekürzt, cleverer Name. Während diese legendären Pokémon die Welt bereisen, wird ein Feldtest für X-Raid-Kämpfe, zuvor exklusive Raid-Kämpfe, in ausgewählten Arenen weltweit gestartet, bevor diese für alle verfügbar sind. Das ist jetzt ziemlich langer Text, ich habe das schon mal durchgelesen. Und zwar ab dem 6. September kriegen einige eine Einladung, das sind sozusagen dann die Beta-Tester. Und die wollen dadurch testen, hier steht es, das kann ich vorlesen. Die wollen halt dadurch die Teilnahmeberechtigung, Häufigkeit, Startzeit, Ort und Dauer anpassen, um sie ansprechend und lohnend zu machen. Aber vor allem mehr Spaß und Anreiz für Trainer zu bieten, die häufig an Raid-Kämpfen teilnehmen. Die Frage ist, was häufig für die ist. Ich habe jeden Tag einen gemacht, meinen freien, aber wer weiß, ob das häufig ist. Auf jeden Fall, da testen die noch rum. Ab dem 6. September gibt es diese Tests. Weil wir hatten ja die Befürchtung, dass wenn ein exklusiver Raid stattfindet, kommen da genug Leute, weil da muss genau an der Stelle genug Leute den Raid gemacht haben in der letzten Zeit, damit, keine Ahnung, genug Leute für Mewtwo kommen. Sagen wir mal 10 Leute mindestens in der letzten Zeit genau an der Arena ein Raid gemacht haben. Und dann müssen sie auch noch, genau wenn Mewtwo da ist oder kommt, Zeit haben. Also das war ja die große Sorge, dass das so unrealistisch klingt. Und ja, das werden die jetzt testen, schauen, wann die beste Zeit ist, welche Arenen die besten sind, wo halt viel Interaktion ist. Und ich bin gespannt. Mal schauen, wer alles so Beta-Tester wird, wer Einladung bekommt. Ich kann mir da schon einige Kandidaten vorstellen, die mehrere hundert Raids gemacht haben. Aber mal schauen. Aber das war's. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet mit den Hunden. Seid ihr gespannt? Seid ihr gehypt? Schreibt auch unten in die Kommentare, welcher Hund euer Lieblingshund ist. Ich muss mir alle nochmal genau anschauen. Es kommt bestimmt auch ein Video, wo ich zeige, welche Pokémon am besten sind, was man am besten nutzen sollte. Ja, das war's. Ich bin echt gespannt. Viele dachten, jetzt kommt Mewtwo, aber die haben uns wieder mal überrascht. Niantic macht echt, was die wollen. Aber trotzdem cool. Wir werden sehen, was morgen abgeht. Aber wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.